Tschüss hier. Langling bei Zelle bzw. der Frank Reimann aus Zelle selbst. Das Fahrzeug ist Baujahr 1960, startet ebenfalls in der Gruppe A, wie die nächsten 2021 weiteren Fahrzeuge auch. Das Fahrzeug hat 120 PS, ein Jaguar E-Type, Baujahr 1964, Franz Ickler und Heinrich Zwickert aus Burgdorf.
Und aus Seesen kommen die beiden Herren. 262 PS, 3,8 Liter, als Roadster gebaut. Die Basis hier mit 6 Zylinder, Viergang und 240 km/h. Auch als 12 Zylinder. Mit diesem wunderschönen W111 Heckflossen Coupé. Und ich sehe hinten noch einen Hund im Auto, der ganz begeistert reinschaut. Und nicht. Das Coupé war fast doppelt so teuer im Vergleich zu dem 2,2 Liter Motor. Dann haben wir hier mit der Startnummer. Also, die Corvette mit der Startnummer 5. Dann haben wir als nächstes die Startnummer 6. Für Nachfolger. Ein BMW 2002 TII. Ein Fahrzeug mit 130 PS, 2 Liter Motor. Wie geht's schon? Da ging's schon ein bisschen vorwärts. TII, mechanische Benzineinsprechung, Spitzung. Ja, da haben wir uns dann zum ersten. Baujahr 73. Ich hatte keine genaue Info. Es ist ein 1200er, die Herren. Schicke Oberhemden haben sie an. Schicke Kragen. Autofarbe in Hautfarbe, der Fahrer. Das Fahrzeug gab es auch als, wie man sagen, als Kombi-Coupé, auch eine sehr schöne Lösung. Doch noch nett an und das Fahrzeug ist auch wirklich ja, im klassischen Design, schwarz mit beigem Leder, sieht sehr gut aus. Also die Startnummer 22, der Jochen Fischer mit Maxi Wesch im Bentley Touareg. Dann haben wir als nächstes einen Volvo 122 der Geschichte. Ach so, genau deswegen. Ach so, okay.
Dann müssen wir jetzt halt einen Motorsport-Cut hinten im Ausbruch. Tour, die nicht ganz so kompliziert ist, das heißt, die beiden Verteidigung hier vorgenommen mit ihrem 81er Porsche 924 PS. 1,5 Liter knapp Hubraum gebaut von 43-57. Startnummer 25, Hans, der kommt als nächstes auf dich zu. Holger, Schnurrer und Bär. Ich habe gelesen, dass es beinahe zum Kanzlerfahrzeug wurde. Der Adenauer fuhr immer Mercedes, hat dann den BMW ausprobiert, ist aber leider beim Ein- oder Aussteigen mit seinem Hut hängen geblieben, hat er gedacht. Das ist nichts für mich, der Mercedes hat mehr Platz. Der Ehrenvorsitzende Hermann Gemmer von der EVA Belarus, der 1,5 Liter gebaut wurde hier der P2 von 60 bis 63, so wie er hier vorfährt, als Nachfolger des Olympia Report P. Liter, sieht nach Originallackierung aus. Ja, sieht sehr, sehr ordentlich aus. Ich meine, dafür sind die Skandinavier-Hügel angebracht, damit also nicht die Steine hinten an den Kupfhügel dran schlug. 29 aus Meppen, 30er SL, Mercedes, Baujahr 65, haben wir hier 150 PS Kiki, 2,3 Liter Motor, da gab es nachher noch ein paar andere, 250er. 250, 280 gab es hier, dieses Modell bekannt als Pagode. Hier dieses Fahrzeug keine Lenkradschaltung, die haben also sprich Automatik. Als nächstes hier wunderschönen Ford Mustang mit der Startnummer 30 aus Osnabrück, Matthias Laugstermann und Kerstin Laugstermann. 4,7 Liter Motor, der Uhr muss sagen. Den sehe ich aber nicht, scheint abgesagt zu haben. Es fehlt der Triumph, es wird euer, es kommt stattdessen hier vorgefahren. Die Startnummer 32, der Johnson aus dem Baujahr zu 1908. Und dass die nicht wirklich echt sind, weil vom Klang her dürfte es eine Auspuffanlage sein, die unter. Kriegt er schon fast komplett. Muss man sagen. Der Nachfolger davon war es 3,4 Liter Motor. Das war die Startnummer 34. Die 35 hier, deutsches Fahrzeug. Opel GT, ein Team aus Bremen, hier direkt um die Ecke. Der Kai Schmitz und Patrick Fennes starten hier mit der Nummer 35. Baujahr 1969. 90 PS, also die größere Maschine hier mit 1,9 Liter gebaut von 68. Vollzogen, die ganze Geschichte. Wie man sagte früher mal halt, dicker Arm hier, Lampe hoch, Lampe runter. Da musste halt mal richtig dran gezogen werden. Gemessen hier ein Gogo, ein Glas, Gogo Mobil TS. Ein Team aus Aarhus und Gronau, Peter Merkler, Frank Ung. Herzlich willkommen, viel Spaß wünschen wir euch. Gab es als Limousine und Coupé, auch als Pritschen- und Kastenwagen. Unglaublich, was damals in dieser Größe alles ging. Hans Glas, GmbH, im Dingolfing, hat das Board später übernommen von BMW.
Ich nehm, ja, ich nehme Sekt. Start Nummer 8, auch aus der sportlichen Wertung nochmal Rainer Middendorf und Stefan Thüshaus aus Rehde und Düsseldorf nochmal mit einem Mini-Baujahr. Scheint die Besatzung etwas jünger zu sein als das Fahrzeug an. Die Startnummer 25. Falls erforderlich. Mit rosa dreimal? Ja. Startnummer 14, Walter Saller, Alfred Lamper aus Lengerich mit dem BR. Zügig, damit da die Fahrzeuge nicht überhitzen. Mit der Startnummer 13 haben wir Ralf Rüssler und Regie. Gearbeitet hat und dort seine Inspiration natürlich gefunden hat. Dann haben wir hier aus Lage von meinen Herrn Kutsch. Und als nächstes noch ein Opel. Die Hans Glas GmbH Dingolfing längst zu BMW. Und auch hier schaue ich in einigermaßen zufrieden. Ja, also jetzt auch für die Schwerhörigen und. Oder Platz am weiten Horizont, oder früher nannte man das Zigeunerloge, ne? Aber also seid ihr alle da? Ja. Ihr wisst ja, Otto im Altersheim, wie lange noch? Ne? Ja, wir beginnen jetzt gleich mit der Siegerehrung unserer Veranstaltung. Ich hoffe, sage jetzt erstmal vorab schon mal, dass es euch einigermaßen gut gefallen hat. Ja. Ich könnte jetzt die ganze Liste runterrappeln, wie wir alle danken müssen, aber ihr kennt ja alle Helfer, Sponsoren und was sonst so alles ja, dabei war. Fahrtleiter auch zum Beispiel, ne? Und Auswertung, also wir gehen es jetzt durch, Helfer, Auswertung, Sponsoren, Also Leute, die jetzt immer vergessen haben, halt ich
Testtagen. Aber insofern. Wir beginnen mal ganz anders als normal üblich. Wir beginnen mit dem Damenpokal. Hey, bravo! Ja, wir hatten zwei Damenteams, reine Damenteams. Das war Sonja Dütsch und Jeanette Roger oder Roger und Carina Merkler und Isabel Kantorner. Die Merkler und Kantorner haben auch gewonnen und auch ein VW 1300. Sind auch noch hier. Ja. Bitte schön. Den müssen wir weg retuschieren. Achso, ich habe gar nicht mein gutes Hemd an. Siehst du, ja? Ja. Mach du über mal Kaffee. Mach die Hose mal zu. Das noch wieder. Ja, wunderbar. So. So, weiter geht's. Wir werden das im Wechsel machen, sportlich und touristisch, weil nur ein Starter war. Entsprechend haben wir aufgrund der Quote zwei Pokale zu vergeben. Und zwar den zweiten Platz. Jetzt natürlich muss man dabei sagen, natürlich sind beides erste Plätze in ihrer Klasse, aber bei allen. Aber die Fotos macht ihr mal. Lieber du als Zweiter. Danke. Alles gut, ich freue mich über den Zweiten. Alles gut, Dankeschön. Das finde ich auch gut. Dankeschön. Foto? Ja. Gordi, lach mal ein bisschen, gell. Moment, sind wir? Ja. Vielen Dank. Mit der Platzierung, das nennt sich effizient nah am Schalter, ne? Läuft. Ja. So schlecht warst du dann ja. Hast du dann? Ja, ja, ja. Ein bisschen close auf wie man sagt. Ja, ja. Ja. Haben wir diese hier? Wir haben extra schmale Mitarbeiter, damit die anderen auch gut ins Bild kommen. Das ist gut so. So, weiter geht's im sportlichen Bereich. Die Klasse 4. 6 Teilnehmer, 2 werden Pokale bekommen. Ja, Hartmut Hattenhorst und Andreas Kopp. Einmal in die hier. Ja, kostet nichts. Vielen Dank. Ja, so. Glückwunsch. Glückwunsch. Noch enger? Ja. So eng? Ja, das wäre noch besser. Wir beginnen wieder mit dem Damenteam. Carina Werkler und Isabel Kantor. Für die, die es nicht wissen, aus dieser Stadt, aber nicht aus der. Ja,